Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Liquid Himmel. Mein Name ist Philgood und ich grüße euch. Jo, heute ein großes Thema. Es geht um Akkus. Akkus sind immer ein großes Thema. Ich habe euch dazu natürlich in der Vergangenheit schon Videos gemacht. Aber ich glaube, es wird an der Zeit, dass wir das noch mal so ein bisschen auffrischen und zusammenfassen. Und eben gerade im Hinblick auf diese Frage. Also Phil, was soll ich in mein Gerät für einen Akku einlegen? Das ist eine der häufigsten Fragen überhaupt. Also die kriege ich täglich mehrfach gestellt. Da scheint eine relativ große Unklarheit zu herrschen und dem sollten wir heute auf die Spur gehen. Akkus ist ja immer so, viele Leute haben Respekt vor Akkus. Das ist eine gute Sache, aber viele fürchten sich auch vor Akkus. Und da muss man auch mal sagen, also das muss man nicht. Akkus sind nicht böse per se. Es kann mit unseren Akkus, wir verwenden Lithium-Ionen-Akkus, das sind die Akkus, die heute eigentlich überall drin sind. Also die sind in Handys, in Laptops, in elektrischen Zahnbürsten, in elektrischen Fahrrädern, in elektrischen Autos, die sind überall drin. Die sind milliardenfach auf dem Markt und werden täglich überall immer gebraucht. Und dafür passiert eigentlich relativ wenig. Sie bergen gewisse Gefahren, wobei im normalen Gebrauch sind die sehr sicher. Und wir können eben, wir können das eh schon kleine Risiko, können wir eben noch einmal um ein Vielfaches optimieren, indem wir für das Dampfgerät, das wir haben, den richtigen Akku verwenden. Und das ist relativ einfach, also werdet ihr sehen in diesem Video, das ist eigentlich schnell erklärt und ja, dann passt das auch, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, grundsätzlich unterscheiden wir zwischen geschützten Akkus und ungeschützten Akkus. Geschützte sind sowas, das ist ein geschützter ICR-Akku. Das ungeschützte Modell hier, das ist ein ungeschützter IMR-Akku. So, was sagen diese beiden Begriffe aus? Also ICR und IMR sagen etwas über die Chemie aus, die in diesem Akku verbaut ist. ICR heißt Lithium-Kobalt. IMR heißt Lithium-Mangan. Also es sind zwei verschiedene Chemiegemische, die hier aus einem Grund verwendet werden. Grundsätzlich sagt man ICR-Akkus, das sind die Dauerläufer. Die können zwar nicht sehr viel Strom aufs Mal abgeben, aber sie können ihn sehr, sehr lange abgeben. Also die halten sehr lange. IMR-Akkus auf der anderen Seite sind die mit der Schnellkraft. Also da kann man sehr viel Strom entziehen auf einmal, aber dafür nicht so lange. Wobei das nicht mehr so ganz stimmt. Also bei den IMR-Akkus ist sehr viel passiert in den letzten Jahren. Die sind schon auch so vielleicht noch nicht zu Dauerläufern geworden, aber zu Mittelstreckenläufern auf jeden Fall. Gut, was hat es mit geschützt und ungeschützt auf sich? Diese geschützten ICR-Akkus, die haben eine kleine Platine drauf, die den Akku schützt. Da kommen wir am Schluss noch einmal drauf. Die ungeschützten IMR, das sind diese Akkus, die wahrscheinlich die meisten Dampfer verwenden, weil die brauchen wir für alle unsere elektronischen Akkuträger. Also zum Beispiel für eine VTC Mini, da ist so ein Akku eingelegt. Und der muss ungeschützt sein, weil wir haben hier am Akkuträger eine Elektronik verbaut, die ihrerseits den Akku schützt. Und wenn man jetzt hier einen geschützten Akku einlegen würde, dann könnte es sein, dass die Elektronik des Akkus die Elektronik des Akkuträgers stört. Also deshalb in elektronischen Akkuträgern immer ungeschützte IMR-Akkus verwenden. Das so als Faustregel. Mit einem Märchen muss man aufräumen oder ja, eigentlich einer Geschichte, die einfach so nicht stimmt. Ihr könnt das überall lesen, in den Gruppen, in den Foren. Es wird immer gesagt, IMR, Lithium-Mangan, das ist eine sichere Chemie. Da kann nichts passieren. Die können nicht ausgasen. So, und das ist schlicht nicht wahr. Lithium-Mangan-Akkus können genauso ausgasen wie alle anderen Akkus auch.
Also sie gasen vielleicht nicht ganz so heftig aus wie ein ICE-Akku, aber sie können auch schon ziemlich viel Schaden anrichten. Also dem ist schon tatsächlich so. Also glaubt das Märchen von der sicheren Chemie nicht. Die sichere Chemie gibt es in diesem Akkubereich ganz sicher nicht. Aber eben, also das Risiko ist minim und absolut überschaubar. Vor allem, wenn wir eben den richtigen Akku fürs richtige Gerät nehmen. Gut, schauen wir uns erstmal ganz kurz nur die Kombigeräte an. Vaporesso Mini zum Beispiel, Joytec eGrip. Hier könnt ihr keinen Akku einsetzen. Also hier müsst ihr euch einfach darauf verlassen, dass der Hersteller dieses Geräts klug genug und weitsichtig genug und belesen genug war, hier einen entsprechenden Akku einzusetzen. In aller Regel ist das auch so. Also wir hatten da bisher eigentlich nicht viele Probleme damit. Auch die iSticks zum Beispiel, die haben ja fix verbaute Akkus, die meisten. Da gibt es eigentlich nicht viele Probleme. Es kann auch da natürlich, es kann, wenn es wirklich blöd läuft, kann auch da mal irgendwas passieren. Aber eben, das kann es auch am Handy oder am Laptop. Googelt mal nach brennenden Handys, da werdet ihr ganz vieles finden. Aber naja, also ist ungefähr so selten wahrscheinlich wie ein Lotto-Sechser. Also da muss man wirklich keine Panik haben. Gut, also wir haben gesagt, diese Elektronik, der Box, egal welcher Box, Pico oder VTC Mini oder Plato, diese Elektronik schützt unseren ungeschützten Akku. Und das ist so. Und da sagen jetzt viele, ja gut, also wenn die Elektronik den eh schützt und ich dampfe ja nicht Sub-Ohm, ich dampfe nur so 1,8 Ohm oder sowas, dann brauche ich jetzt nicht so einen guten Akku, dann kann ich irgendetwas einlegen. Nein, das ist die falsche Einstellung. Ich meine, dieses Gerät, die VTC Mini, die kann 75 Watt. So, und jetzt brauchen wir wirklich einen Akku, der diese 75 Watt auch liefern kann. Weil sonst macht die Kombi ja, oder ist die Kombi irgendwie gar nicht sinnvoll. Also, das wäre so, wie wenn ich im Ferrari einen 1,2 Liter Motor habe. Das macht keinen Spaß und ist nicht sinnvoll. Also, wenn wir schon so ein Gerät haben, dann brauchen wir auch den richtigen Akku dazu. Den Akku, der hier wirklich reinpasst. Das finde ich schon sehr wichtig. Und es ist eigentlich ganz einfach auszurechnen. Oder ja, auszurechnen sowieso. Aber wie wird es angegeben? Darauf wollte ich hinaus. Wir wissen, diese Akkus, die haben immer die gleiche Spannung. So die normale Nennspannung von 3,7 Volt. Das haben wir auf fix. Dann haben wir die Angabe Milliampere-Stunden. Das sagt uns aus, wie lange der Akku laufen wird, also wie dauerhaft das er arbeiten kann. So, aber jetzt wissen wir immer noch nicht, wie viel Strom das der abgeben kann, also welche Strommenge das der abgeben kann. Und das ist eine Angabe, die wird in Ampere ausgedrückt. Also ihr seht dann vielleicht, auf dem Akku steht 20 A. Und das A steht für Ampere. Da gibt es ganz verschiedene, da gibt es irgendwie von 3 Ampere bis zu 40 Ampere, gibt es da eben riesige Unterschiede. Und das bezeichnet immer, wie viel Strom kann man dem Akku unter Dauerlast entziehen. Das ist die Angabe, die wir brauchen. Nun, wie rechnet man das aus? Ganz einfach. Wir wissen, das Gerät kann 75 Watt. Und wenn wir jetzt diese 75 Watt durch die Spannung teilen, also durch die 3,7 Volt, dann kommen wir auf ein Resultat von 20,3 Ampere. Das heißt, dieser Akku, den ich hier einlege, der müsste 20 A haben. Oder sogar 25 A. Dann haben wir einen adäquaten Akku drin, der die Leistung des Gerätes auch wirklich so abgeben und umsetzen kann. Ganz einfach, oder? Also Watt, mögliche Watt, die das Gerät hat, durch Volt gibt Ampere. Oftmals ist auf diesen Akkus gar nichts geschrieben, hier zum Beispiel bei dem, da steht überhaupt nichts drauf. Und da müsst ihr euch auf die Beschreibung des Händlers einerseits verlassen oder auf, bei vielen Akkus ist auch ein technisches Datenblatt hinterlegt. Und da steht es dann drin, eben wie viele Ampere das dieser Akku ab kann. Also da müsst ihr darauf achten, dass ihr da ja, eben einen angemessenen Akku fürs Gerät kauft.
Machen wir ein weiteres Beispiel, der iStick Pico. Der kann, habe ich euch vorgestellt, auch das Gerät, der kann 60 Watt. Also jetzt teilen wir diese 60 Watt wieder durch 3,7 Volt und dann landen wir bei 16,2 Ampere. Also hier müsste jetzt zum Beispiel ein Akku mit 20 Ampere eingesetzt werden. Man könnte auch einen 15er einsetzen. Das würde natürlich auch funktionieren, weil wir haben ja dann nicht immer die volle Leistung ständig am Laufen. Aber ich sage immer, lieber eine Stufe zu hoch gehen als eine zu tief. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, und das habe ich dann ja jetzt monatelang oder schon jahrelang eigentlich mit den Leuten schriftlich immer durchgerechnet, habe gesagt, ja, guck, so kannst du es ausrechnen. Und aber da gab es dann, gibt es viele Leute, die mir geschrieben haben, nee, Phil, ich will das gar nicht. Ich will das nicht ausrechnen müssen, das interessiert mich nicht. Ich will nicht ein Elektrotechnikstudium machen müssen, um zu dampfen. Ich will einfach einen Akku, den ich überall einlegen kann und tschüss. Und das verstehe ich, absolut. Ich bin auch so einer. Also wozu sollte man jetzt da... Gut, mich interessiert es jetzt technisch. Deshalb habe ich mich auch immer mit diesen Sachen beschäftigt. Aber ich verstehe jeden, der sagt, mir ist das zu blöd. Was soll ich mir da rechnen und Mühe machen und so weiter. Und dann gibt es andere Leute, die können es einfach nicht rechnen. Und dann gibt es Leute, die rechnen es, aber sind dann dennoch unsicher und schreiben wieder, ja, aber okay, so viel, meinst du, das passt? Und aber besser dieser Akku oder jener. Irgendwie ist das immer ein Theater mit dieser Akkuwahl. Und deshalb habe ich einen sehr pragmatischen Weg gewählt. Ich tendiere ja immer zu einfachen Lösungen, die funktionieren. Das ist so eine Überlebensstrategie von mir. Und diese einfache Strategie, die heißt, ich empfehle immer den gleichen Akku. Und das ist der Sony Konion VTCA. Punkt. Also in Zukunft, jetzt wisst ihr ja schon, wenn ihr mich anschreibt, dieses Gerät habe ich, was für ein Akku, ihr werdet immer die gleiche Antwort kriegen, Sony Konion VTC5A, Punkt, Schluss, aus. Ich blende es euch hier auch noch ein, damit ihr es ganz genau lesen könnt. Ja, warum? Das ist ein sehr guter Akku. Der kann 35 Ampere, also das ist viel mehr, als wir mit diesen ganz normalen Geräten brauchen. Aber ist ja egal. Also lieber zu viel, dann haben wir eine Sicherheitsmarge, wir sind auf der sicheren Seite, als zu wenig. Ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Aber ja, das ist so ein Grundgedanke. Und der Akku ist aber auch wirklich sehr gut. Also weil der kann halt genau das, was angegeben wird, was er kann. Also das ist kein Schummelakku. Der hat diese 2600 mAh, was ich übrigens recht erstaunlich gut finde für einen IMR-Akku. Er reicht mir persönlich locker über den Tag. Und eben, er kann diese 35 Ampere. Ob es jetzt nötig ist im Pico oder nicht. Aber er kann es. Und diesen Akku könnt ihr einfach einlegen und ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen. Ihr wisst, ihr seid auf der sicheren Seite. Ihr habt einen guten Akku im Gerät, was auch immer kommt. Der funktioniert. Sehr pragmatische Einstellung, aber ich glaube wirklich das Einfachste. Und das ist genau das, was ich allen empfehle. Sony Konion VTC5A. Punkt. Es gibt auch noch andere Sony Konions, VTC4. Jetzt kommt gerade der neue raus, der VTC6. Aber da weiß man jetzt noch nicht so genau, was der dann wirklich kann. Also das wird man abwarten müssen. Deshalb mit dem VTC5A ist man sicherlich gut bedient. Der passt und der funktioniert einfach. Wenn ihr mehr über Akkus wissen wollt, dann möchte ich euch wieder einmal oder einmal mehr den Blog von mountainprofit.de empfehlen. Ich verlinke euch den selbstverständlich unten. Das ist ein sehr, sehr guter Blog. Mountainprofit.de, er ist wirklich der Experte, der Stefan da. Also er versteht es halt wirklich von den Akkus. Und er hat auch die Messgeräte. Er kann das alles messen und verifizieren und er bereitet das immer sehr unterhaltsam und gut und locker geschrieben auf. Also es ist wirklich lesenswert. Wenn ihr euch für Akkus interessiert, wenn nicht, dann VTC5A. Gut.
Gut, aber ich möchte euch da auch speziell auf seinen Beitrag hinweisen. Der heißt Akku-Kompass im Frühjahr, Sommer 2016. Da listet er eigentlich so die Akkus aus den verschiedenen Kategorien, die wirklich gut sind. Und da ist auch bei den 18650ern ist dieser VTC 5A ganz vorne dabei. Also auch vom Experten verifiziert, guter Akku. Kann man so machen. So, wo soll man sich seinen Akku kaufen? Und da kommt jetzt halt ein weiteres Problem der Akkus dazu. Bei den Akkus gibt es unglaublich viel Beschiss. Es wird wirklich beschissen, es wird betrogen, es wird gelogen, es wird geschummelt, es wird geklont, es wird abgekupfert, es wird umgelabelt. Also es ist eine Katastrophe. Und man hat da eigentlich keinen Durchblick mehr. Also da gibt es wirklich Leute, die bestellen sich Billigstzellen, wirklich widerliche Billigstzellen, die überhaupt nichts können, und labeln die dann aber mit irgendeiner Folie rundherum, dass man meinen könnte, das ist ein Markendingens. Und also ganz schlimm, wirklich. Und das können wir als Kunden, wir können ja auch keine Fälschungen oder Klone oder so erkennen. Wie denn auch? Ja, wir können das alles nicht mehr beurteilen. Deshalb ist es ganz wichtig bei Akkus, dass ihr wirklich bei Händlern kauft, denen ihr vertraut. Also zum Beispiel beim Dampfhändler eures Vertrauens. Kauft sie bei denen, weil da seid ihr dann ziemlich sicher, dass ihr wirklich Original-Akkus kriegt. Oder auch bei Shops wie zum Beispiel akkuteile.de, da bestelle ich auch öfters mal. Da weiß ich ja doch, ich bekomme da gute Ware. Es ist wirklich die Ware, die im Shop angepriesen ist, die ich dann auch bekomme. Es gibt noch viele andere solcher Läden, zum Beispiel im Taschenlampenbereich oder auch im Modellbaubereich, wo man sich eigentlich sicher sein kann, dass man dann die guten Akkus bekommt. Was ich sicher nicht mehr mache, habe ich früher gemacht. Zum Beispiel eBay. Also irgendwelche Angebote bei eBay, zwei Akkus im Doppelpack für 5,40 Euro versandkostenfrei, wird aus Hongkong geliefert. Und das mache ich ganz sicher nicht mehr, weil da hat man dann schlicht keine Ahnung, was man bekommt. Und man möchte ja kein Kuckucksei in der Akkuschublade haben, also um Gottes Willen nicht. Oder auch bei Alibaba würde ich niemals Akkus bestellen. Mache ich nicht. Ich bin auch bei Amazon sehr, sehr vorsichtig. Also bei Amazon würde ich nur bestellen, wenn ganz klar ersichtlich ist, dass wirklich ein renommierter Dampfhändler oder sonst ein renommierter Akkuhändler dahinter ist. Sonst, nee, lieber Finger weg. Also wirklich bei einem Händler des Vertrauens kaufen. Wichtig, wichtig. So, damit wissen wir jetzt, glaube ich, über Akkus und elektronische Akkuträger schon so das Wichtigste. Kommen wir zum Schluss noch zu den mechanischen Akkuträgern. Die sind mir persönlich zum Beispiel sehr wichtig, weil ich dampfe vorwiegend mechanisch. Meine geliebten Golden Greek Geräte natürlich, aber auch andere. Und ja, die sind halt mechanisch. Und das ist auch okay für mich. Ich dampfe sehr gerne mechanisch. Aber eben, ich verwende in mechanischen Akkuträgern ausschließlich geschützte ICR-Akkus. Habe ich immer so gemacht, mache ich auch heute noch, ist für mich ein Sicherheitsaspekt. Nun, was heißt geschützt? Also wir hätten hier einen ungeschützten Akku und hier oben drauf kommt jetzt eben eine kleine Platine. Das nennt man eine PCB und die sieht so aus. Ich habe eine hier. Also das ist eine PCB. Ihr seht schon, das ist einfach eine kleine Platine, die eben verschiedene Schutzfunktionen beinhaltet. Und die kommt dann hier oben auf den Akku drauf und wird dann in die Folie hier eingeschrumpft. Hoppla, fast runtergefallen. Was kann diese Platine? Sie hat eigentlich drei Funktionen. Einerseits schützt sie den Akku vor Tiefenentladung, weil wenn man den Akku so in einem gewissen Maße entladen hat, dann schaltet die Platine den Akku ab, dann kommt nichts mehr. Das passiert mir übrigens sehr, sehr häufig. Gerade wenn ich abends am Rechner sitze und arbeite, dann nuckle ich am Gerät und ich merke gar nicht, ob da noch Dampf kommt oder nicht.
Und, aber plötzlich kommt dann gar nichts mehr. Und dann weiß ich, ah, jetzt hat der Akku abgeriegelt. Jetzt wäre ich in die Tiefenentladung gelaufen. Die zweite Funktion ist natürlich den Kurzschlussschutz. Also das erkennt die Platine und riegelt ab. Und das dritte ist eben die Funktion, dass die PCB, die Platine, sagt, so viel Strom darfst du dem Akku nicht entziehen. Und dann riegelt sie ab. Also die Platine weiß, wie viel Strom man entziehen kann. Was drüber ist, lässt sie nicht mehr zu. Und da kommt jetzt genau das Problem, das viele Leute haben. Mit diesen geschützten Akkus kann man nämlich nicht Subohm dampfen. Das ist so. Weil eben genau da kommt dieser Schutz zum Tragen. Sagt die Platine, nein, so viel Strom kannst du dem Akku nicht entziehen, geht nicht. Riegelt ab. Und also für mich spielt das keine Rolle, weil ich nicht Subohm dampfe. Auf mich hat das keinen Einfluss. Aber jetzt umgehen das natürlich sehr viele Leute und sie benutzen dann dennoch IMR, ungeschützte IMR-Akkus in mechanischen Akkuträgern. Ich kann euch nur davon abraten. Ich persönlich würde das niemals machen, außer vielleicht mal zu Testzwecken oder sowas. Aber ich, nein. Nee. Ich bin lieber auf der sicheren Seite mit meinen geschützten Akkus. Es gibt eben leider noch ein weiteres Problem. Durch diese Platine wird der Akku ein Stück länger. Das sind vielleicht 1,5-2 mm, wo der länger wird. So, und leider nehmen die Hersteller auf diese Tatsache, dass man eigentlich geschützte Akkus verwenden müsste, keine Rücksicht. Also die Hersteller bauen die Akkuträger so kurz, dass eben dann halt nur noch ungeschützte Akkus reinpassen. Und das ist eigentlich ein großer Makel. Also finde ich einen Fehler. Diese geschützten Akkus sind teilweise auch so ein bisschen dicker. Also auch da muss man ein bisschen mehr Platz einplanen. Ich kenne das selber, zum Beispiel mein Lieblingsgerät, der Itaka, die Just GG will ich sagen, auch schon die GGTS vorher, die ist sehr schmal im Akkurohr. Und deshalb habe ich jetzt hier von Key Power nur die Version mit 2200 mAh. Die gibt es auch, diese Akkus mit 3400. Aber eben, die sind dann ein Tick dicker und die passen dann nicht mehr so schön ins Rohr rein. Aber eben, da muss man so ein bisschen ausprobieren, was dann halt noch passt. Und eben, bei gewissen Herstellern geht es überhaupt nicht mit geschützten Akkus, aber da lasse ich dann auch lieber die Finger von. Ja, ist es mir nicht wert. Bei den geschützten Akkus auch ganz klar, bitte kauft Akkus von renommierten Herstellern. Also das sind jetzt Key Power, die ich hier habe. Es gibt auch LG, es gibt von Samsung, von Sanyo, von Panasonic, von Sony. Gibt es wirklich gute geschützte Akkus, die ihr da verwenden könnt, die teilweise auch richtig viel mAh haben, eben für eine sehr, sehr lange Laufzeit. Also da werdet ihr auch bestimmt etwas finden. Und auch da, kauft nicht billig Akkus von irgendwoher. Nein, kauft Markenakkus. Eine Marke, die ich noch erwähnen möchte, ist Efest. Efest ist genauso ein Kandidat. Betrifft jetzt mehr die ungeschützten IMR-Akkus. Efest hat eigentlich gute Zellen gebaut. Also auch wirklich leistungsstarke Zellen. Aber auch da, ich meine, da war eine Charge war sehr gut und die nächste war wieder schlecht. Oder dann haben sie wieder ein neues Modell gebracht, das überhaupt nichts mehr konnte, im Vergleich zu dem Modell vorher, das sehr vieles konnte. Und so verscherzt man es natürlich mit den Kunden. Und deshalb muss ich heute, ich habe FS früher auch empfohlen, teilweise in den Videos, und da muss ich auch heute sagen, nein, das würde ich nicht mehr tun. Also ich würde mir keinen Akku von FS mehr kaufen, weil man kann ihnen nicht trauen. Man weiß halt nicht, was man dann wirklich kriegt schlussendlich. So, ich habe viel geredet, ich habe einen ganz trockenen Mund. Ja, ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ich habe hier so eine riesen Liste und sieht so langsam aus, wie wenn es erledigt wäre. Also, ich hoffe, ihr konntet was lernen aus dem Video, welchen Akku ihr verwenden sollt. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.